zu Dunk Performance, der Mann mit Bart. Muruk, ich rasiere euch. Ich bin Gillette Abdi. Ich weiß nicht, wer ihr seid, Amenakal. Was gab es Neues? Und zwar will ich einfach mal wieder ein bisschen was zeigen, was gemacht wurde. 318 IS ist momentan das Objekt der Schrauberei. Ich habe noch ein Video gemacht, wie ich hier die 5x120er Scheiben mit Epitec, ja, Narbe, beziehungsweise hier diese Zentrierung hier verbaue. Momentan ist eine Mini Cooper, Sony Works, keine Ahnung, Mini Countryman, irgend so was. 296er Scheibe drauf, E36 Sattel, selbstgefräster Adapter, wie wir sehen, passt das einwandfrei, wunderbar. Meine Felge, meine RC90 passt auch, die ist nämlich jetzt gerade hinten drauf. Also das heißt, das ist schon mal alles gemacht. Bestellt ist auch übrigens jetzt auch das Lenkungskit, oder das Lenkungsspindel. Vielen Dank schon mal an den Markus, mir fällt aber gerade die Firma nicht ein. Egal, da gibt es ein eigenes Video dazu definitiv, beziehungsweise da werde ich großartig was zu erzählen und zeigen und anpassen, tralala. Also vorne ist schon mal komplett fertig, links wie rechts. Lenkgetriebe fliegt raus, habe ich E36 mir gegönnt. E46 wäre natürlich schöner gewesen, aber ich werde das Fahrzeug ohne Servolenkung fahren und dann denke ich, ist E36 vielleicht doch ein bisschen besser. Weil E46 ist dann schon zu kurz und dann muss ich zu arg hier die Arme strapazieren. Das muss natürlich auch nicht sein. So, vorne ist gemacht, jetzt gehen wir an die Hinterachse und dann sprechen wir noch ein Thema an, was in der Insta-Story ziemliche Wellen geschlagen hat, was ich eigentlich gar nicht gedacht hatte. Wir sehen uns gleich hinten. So, hinten angekommen. Hinten habe ich jetzt, wie wir sehen, RC90 drauf, 520 Umbau mit einer Scheibe und einer Narbe, die 0 mm aufbaut. Wir erinnern uns, es gibt natürlich mehrere Lösungen. Man kann Kompaktnarben nehmen, dann baut man, glaube ich, 19 mm auf. Dann gibt es Z4-Radnarben, dann bauen wir 2,5 mm auf und die E30 M3-Narbe gibt es noch. Ich glaube, das sind 5 oder 4 mm. Nagel mich hier jetzt nicht fest. Diese Lösung baut 0 mm auf. Wie habe ich das jetzt realisiert? Und zwar, die Firma Mapco hat mir Bremsscheiben geschickt, die ich jetzt kurz hole, weil die habe ich gerade eine hier verbaut und die andere ist noch im Karton. Moment. So, wie wir sehen, ich habe jetzt mal zwei Scheiben hingelegt. Rechts, wie man unschwer erkennen kann, 5x120. Und links 4x100. Für die anderen ist genau andersrum. Ja, genau. So, ne, wenn wir uns das jetzt anschauen, sind auf derselben Höhe. Ne? Also da ist kein Höhenversatz drin, Reibring liegt gleich auf, gleich dick. Bremsdrummel etc. ist auch gleich. Das wäre eigentlich das hier, wo mein Finger gerade lang ist. Das ist das Wichtige. Also das ist auch identisch. Wie wir hier sehen, Zentrierung ist natürlich unterschiedlich, weil die E36, E46 etc., die haben 72,6 und E30 hat keine Ahnung, 52 oder irgend sowas. So, wie habe ich das jetzt gemacht? Weil, wenn wir uns jetzt hier angucken, das ist eine E30 4x100er Radnarbe und dann packe ich gerade mal eine Radnarbe aus, über die ich mich sehr aufgeregt habe und das ist nämlich eine Z4 Radnarbe, die gern genommen wird für den Umbau. Und jetzt sieht man, denke ich, nur ganz schwer, dass hier ein Übergang ist. Dieser Übergang überträgt sich natürlich hier auf den Topf und lässt den Topf rauswandern. Leider geht es nicht hinzugehen. Man sagt, okay, man nimmt diese Narbe, nimmt diese Mapco Spezialscheibe, also die Firma Mapco fertigt das und verbaut das so. Diese 2,5 mm schluckt der Sattel als solches leider nicht. Man könnte jetzt hingehen, packt unter den Sattel, also zwischen Sattel und ein Fahrzeug halt eine Distanzscheibe, dann würde das nämlich, also dann würde das ohne weiteres funktionieren. Finde ich aber suboptimal aus dem ganz einfachen Grund, wir wollen doch keine Spurverbreiterung. Auch wenn wir nur von 2,5 mm sprechen, aber ich finde 2,5 mm macht manchmal, wenn man über Fitting spricht, macht da schon viel aus. Und vor allem, umso weiter wir reinwandern, umso breiter können wir mit der Felge hin werden. Dann gehen viele Leute hin, das habe ich auch gemacht gehabt, gehen hin, nehmen eine E36 325er Coupé, Limousinenscheibe, bringen die im Durchmesser ab. Und dann kann man nämlich Kompakt-Sattel fahren. Das funktioniert. Habe ich auch damals, beziehungsweise habe ich so gemacht bei meinem Bruder seinem E30. Ne? Also der fährt diese Lösung. Baut aber 2,5 mm auf. So, jetzt kommt die ganze Misere. Ich habe die Teile von Mapco ja schon ziemlich lange hier liegen. Der Tobias, der hat mich angeschrieben, oder ich habe den Tobias angeschrieben, ich weiß nicht, das ist der Chef von Mapco Special Classic Parts. Und der hat gemeint gehabt, ja, pass auf, willst die Teile bewerben, du kriegst die Sachen zugeschickt, probier es aus. Und dann habe ich gefragt, sag mal, was für eine Radnarbe habt ihr denn? Ah ja, Z4. Und er sagt, du, das funktioniert nicht.
Beziehungsweise kann vielleicht sein, dass der Sattel da schluckt, aber du baust definitiv auf, weil er damit geworben hat am Anfang, ey, durch diese Lösung, die wir haben, mit dieser speziellen Bremsscheibe, hast du keine Spurverbreitung. Habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Das wird, denke ich, nicht gehen. So, siehe da, wir haben zwei oder drei Leute mittlerweile in Instagram geschrieben, haben gesagt, ey Micha, ich habe ein Problem, Auto steht auf der Hebühne in der Werkstatt, wir kriegen den Sattel nicht montiert. Na, ich sage, ja, okay, ich habe gehofft, dass er das vielleicht schluckt, macht er nicht, geh hin, mach Scheiben dazwischen, dann wandert der Sattel raus, kannst es montieren, hast du bei Spurverbreiterung. Irgendwann schreibt mich einer an, macht, ey, bei der Firma Epitech kannst du hingehen, kannst angefertigte Radnarben kaufen, da würde das funktionieren. So, ah, cool, ist interessant. Also ich hingang, zack, 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 Epitech aufgerufen, guck mir dieses Teil an, wird als 5-Loch-Kit quasi verkauft, Plug and Play, dritter Dollar, guck mir die Maße an, denke mir, vergleich mal mit Z4-Radnarbe, Maße komplett 1:1 identisch. Ich eine E-Mail hingeschrieben, ey, mach dir einen coolen Preis, ich würde das gerne bewerben wollen und sind das angefertigte Radnarben und haben die keinen, also bauen die nicht auf, nein, 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 die bauen nicht auf, die kannst du einwandfrei verbauen und Rabatt gibt es keinen, ist in Ordnung. Ich nochmal nachgefragt, ey, die Maße, die ihr da angibt, das ist eine Z4-Radnarbe. Ist das wirklich eine angefertigte oder ist das eine Z4-Radnarbe und baut dann um 2,5 mm aus? Hier ist das Geile, nein, es ist eine angefertigte Radnarbe, Spezialradnarbe, die baut nicht um 2,5 mm aus, Zwinker-Smiley. Ich sage, okay, alles klar, bestelle ich. Die Teile bestellt und irgendwann habe ich dann ein Paket bekommen, wo halt diese Teile hier drin sind. Ne? Denke ich mir, okay. Auch alles von Mapco gelabelt etc. Auch auf dem Karton steht Mapco groß drauf. Ich sage, ja, der Tobias mir noch was geschickt. Ne? Kann ja sein, aber normalerweise, der meldet sich immer, bevor er mir was schickt. Ne? Ich sage, muss Epitech Sachen sein. Ne? Die sind vielleicht hingegangen und haben diese Mapco Teile nochmal bearbeitet. Ich dementsprechend die Teile genommen und ich sage, Gott sei Dank habe ich daheim ein relativ großes Teilelager in meinem Wohnzimmer. Wo halt auch unter anderem noch eine normale Z4-Radnarbe gelegen hat. Ne? Dann habe ich die Teile miteinander verglichen und die waren identisch. Ne? Ich sage, okay, das kann ja nicht sein, das brauche ich gar nicht zu probieren. Dazu störe ich mir definitiv ein Radlager und habe eine halbe Stunde oder so in den Sand geschossen. Was mich persönlich in der ganzen Sache halt dann extrem getriggert hat, dass ich da zweimal nachfrage, zweimal gesagt bekomme, ne, das ist Spezial und das passt und das geht alles und es am Schluss eigentlich nur gelogen war. Leute, die das verkaufen oder vertreiben in Form von diesen im Sales, also im Verkauf tätig, denen mache ich da gar keinen Vorwurf. Ne? Aber wenn ich halt so eine spezifische Frage stelle, dann kann man doch dementsprechend jemand da von der Abteilung fragen, der da Ahnung hat. Hey, da ist ein Kunde, der fragt was Spezifisches, weiß ich nicht, kannst du das bitte beantworten? Und erst dann schreibe ich zurück. Ich weiß nicht, vielleicht wurde das auch gemacht und die sind halt absolut, was das angeht, halt leiden. Kann sein, weiß ich nicht. Ich habe mir dann gesagt, okay, so kann es halt nicht bleiben, weil das Fahrzeug steht jetzt hier auf der Hebebühne. Ich habe vorne angefangen umzubauen, das hat jetzt vorne 5-Loch, hinten nicht. Und ich will das Ding so schnell wie es geht wieder von der Hebebühne runter haben und das Ding soll eigentlich, wenn es geht, hoffentlich bald aus eigener Kraft fahren bzw. laufen. Also was habe ich mir gedacht, was gehe ich hin bzw. was mache ich? Und zwar, ich habe jetzt hier, man sieht es vielleicht noch ganz leicht hier an diesem Schleier, ich habe die Radnarbe um 2,5 mm quasi versetzen lassen. Also ich habe das hier tiefer drehen lassen, das jetzt hier miteinander vergleicht, sieht man das vielleicht ein bisschen, weil ich habe nämlich gesagt, habe den Radius, den man hier sieht, den brauche ich eigentlich nicht. Dadurch, dass ich das halt um 2,5 mm tiefer gesetzt habe, ist dieser Zapfen, ne, das hier, wo jetzt mein Finger hier so drüber geht, natürlich auch 2,5 mm länger. Ne? Ist klar, ne? Kameramann nickt, technisches Verständnis vorhanden. Und ich sage, pass auf, ich gehe einfach hin und steche das hier um 2,5 mm ab und dann sollte das doch vielleicht hoffentlich funktionieren. Einzige Bedenken, die ich noch gehabt habe, vielleicht könnte das ein Problem geben mit den Antriebswellen. Aber ich habe ja natürlich in meinem Wohnzimmer hinter der Couch, wo sie hingehören, noch niegelnagelneue Antriebswellen. Und jetzt gehen wir kurz nochmal ins Auto und gucken mal, ob da eine Antriebswelle verbaut ist. Siehst du das? Das ist eine Antriebswelle. Die ist auch hier verbaut. Also hier, wenn ich jetzt hier drehe, okay, so viel Kraft habe ich jetzt leider doch nicht. Ah, doch. Also ich habe hier eine Antriebswelle verbaut und das funktioniert. Wir haben hier 0 mm aufgebaut. So, jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, wo gibt es denn das zu kaufen? Momentan gibt es das noch gar nicht zu kaufen. Ich habe das jetzt in der Dreherei machen lassen, gewerblich natürlich alles. Und jetzt ist die Überlegung, ich gehe hin und lasse, keine Ahnung, 50 Satz von diesen Dingern bearbeiten, dass man die mit dieser Mapco-Scheibe, die jetzt hier verbaut ist, dementsprechend auf die Hinterachse fahren kann.
Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt mir einfach in Instagram oder eine Mail. Die ist alles, das dementsprechend unten in der Videobeschreibung drin verlinkt. Wenn ihr das haben wollt, ist das gar kein Problem, kann ich euch vertreiben. Direkt die nächste Frage, was dann kommt, was mit TÜV? Prinzipiell ist das ohne weiteres eintragbar. Aber ich sage das aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt manche TÜV, ich weiß nicht, manche Leute, die Mutlo-Videos gucken, der kriegt zum Beispiel keine Bremssatteladapter eingetragen. Keine Ahnung warum und wieso nicht, aber er kriegt es halt nicht. Bei mir gar kein Problem, hier Rennwagen, da ist so, also da ist alles adaptiert in dem Auto. Geht. Spricht vorher mit, also ganz wichtig, sprecht vorher mit eurem Prüfer, wenn der sagt nein, geht zu einem anderen. Wenn ihr aus meiner Umgebung seid, könnt ihr auch gerne auf mich zukommen, dann können wir mal zusammen gucken, zu welchem Prüfer ich euch schicken kann. Ne? Weil ich bin auch ehrlich, ich kenne eure Umbauten nicht alle und wenn ihr ein Auto habt, was halt aussieht wie Kraut und Rüben, alles mögliche zusammengeknuppt ist und ihr dann da zu einem Prüfer fahrt und sagt, ja, der Micha hat euch da hingeschickt, ne? Da habe ich auch keinen Bock, dass ich dann quasi mit irgendwelchen Kraut- und Rüben-Umbauten in Verbindung gebracht werde. Egal, das wäre schon mal fertig. Das heißt, ich mache das noch auf der anderen Seite. Es wird definitiv auch ein Video geben, wie das richtig montiert wird. Also so wie ich denke, dass es richtig ist. Wie das von der Vorderachse. Ich denke, das ist eine interessante Sache und da kann man noch was lernen. Und was ist noch passiert? Die Schwalbe ist wieder da. Genau, mein Moped ist wieder da, aber es hat nie einer mitbekommen bei YouTube, dass es weg war. Ich hol's mal kurz. Was wollt ihr machen, Amina? Achso, was wir noch zeigen können. Kurzer Nachtrag. Wie wir sehen, steht hier ein M42B18 Original E30 Motor mit einer Einzeldrossel der Marke Debinas. Und dieser Motor wird hier reinwandern. Das ist der alte Motor aus meinem Rennwagen. Den habe ich nicht verkauft, nicht geschlachtet oder sonst was. Ich habe gesagt, den Motor hebe ich mir auf. Den mache ich jetzt ein bisschen schick. Ne? Ich habe den schon ein bisschen sauber gemacht. Ich werde den ganzen Kettendeckel vorne abnehmen. Ventildeckel werde ich abschrauben. Ich will den Motor einmal komplett sauber machen. Und ich bin überlegen, gucken, was mein Kameramann so sagt, der weiß es noch gar nicht. Alles schwarz. Alles schwarz matt. Und oben diese Rillen hier, die wir haben, sind einmal glatt ziehen, dass er quasi wieder alufrei ist. Ne? Motor komplett all in black. Einzeldrossel lasse ich. Dementsprechend in Silber und wahrscheinlich werde ich auch den Original Debilas Luftsammler, das ist so ein großer schwarzer Kasten, ja, großer schwarzer Kasten, aber er ist auch aus Aluguss. Ja, Aluguss, dementsprechend hier drauf machen. Ne? Dann habe ich so einen schwarzen Block vorne drin hocken. Dann auch diesen Filterkasten, den kleinen. Weiß ich nur nicht. Ist das Debilas? Ja. Flow Kit. Flow Kit, genau. Ja, aber kostet halt auch 3,50 Mark und wenn ich überlege, wie viel Geld da schon drin ist und wie viel Geld da noch reinfließen muss, weiß ich nicht, ob ich das mache. Mal gucken, das ist auch sowas, was man ganz am Schluss machen kann. Wie gesagt, wir können alles schwarz machen, natürlich alle Schrauben neu, Yannick Schwerber, dann in schön Gold. Und ich denke, vielleicht hier und da, vielleicht so die Riemenräder, Wasserpumpenrad, vielleicht hier, wie jetzt schon der Deckel vom Ölfilterdeckel ist, ne? Also vielleicht ein paar Teile in Gold, vielleicht hier das Lichtmaschinenrad in Gold und mehr nicht. Also einfach nur ein bisschen. Ich würde eine Candy Rot machen. Na, das ist zu viel. Das ist, denke ich, zu viel, weil ich will Motorraum ja rot auslackieren. Oder der schwarze Krakellack. Das ist mir zu teuer. Wenn ich überlege, wie viel. Also da kostet ja eine Dose irgendwie 20 Euro. Ich gehe mal von aus, da brauche ich ja, wenn ich das hier alles schwarz mache, bestimmt. Okay, zwei Dosen. Ist doch nicht so teuer. Mal schauen. Ich muss erstmal das alles auseinandernehmen. Das dann strahlen lassen, weil auf dem Untergrund, oder in diesen Alu-Poren wird dementsprechend noch irgendwie Öl drin sein. Das wird dann nicht lange halten, da habe ich nicht lange Spaß. Ja, jetzt gehen wir mit zur Schwalbe. So, meine Schwalbe ist vor dreiviertel Jahr oder so, oder halben Jahr, ist sie leider umgefallen und hat mir hier das Blech kaputt gedrückt. Ist natürlich der ganze Lack geplatzt. Habe ich zum Lackierer gebracht, der hat mir das jetzt alles schön hier wieder tutti gemacht. Man sieht davon den Schaden nichts mehr. Bin ich auch ganz froh drum. Na, jetzt habe ich natürlich alles dreckig gemacht mit meinen Flossen. Ja, und dann ist mir auf der Heimfahrt, beziehungsweise bei der Hinfahrt, ist mir wohl eine Speiche gebrochen. Die habe ich schon entfernt, also sie ist nicht mehr drin. Ah ne, die ist noch drin. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Also man hört es auch, dass da irgendwas hier ist. Also eine Speiche ist mir gebrochen. Das sind auch, ich glaube, das sind, also ich habe, glaube ich, damals keine Edelstahlspeichen genommen, weil ich habe gesagt bekommen, dass die Edelstahlspeichen eh nicht so stabil sein sollen. Deswegen habe ich für Chromte genommen. Das sieht auch besser aus, finde ich, zu den schwarz gepulverten Rädern. So, jetzt brauche ich um. Hinten will ich 3 Zoll fahren. 3 Zoll hinten und vorne 2,15. Motorradbereifung.
Und wenn ihr eine Idee habt, wo es Weißbandreifen gibt in dieser Dimension, ich glaube 80-80 und 80-90 oder so. Also ich habe vom Motorradreifen keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, wie diese Bezeichnungen da alle lauten. Aber ich habe mal mit den Maßen, die ich genannt bekommen habe, mal gegoogelt und habe keine Weißbandreifen gefunden. Wenn ihr wisst, wo es Weißbandreifen gibt, wäre es echt toll, weil ich will definitiv wieder Weißbandreifen fahren. Ja, das war's. Mir gibt's gar nichts zu sagen. In diesem Sinne, schau, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal.